So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal ganz von vorne, ganz stupide. Nochmal, wie ich es aufgemalt habe. Das O, die 1. Diesen Kringel, die 3. Moment mal. Na klar, die vierte Stufe fällt schon raus, weil es in die andere Richtung geht. Unserer Klingel aus dem Tagebuch geht ja wie ein normales E, wie man ein Rechtschreib-E schreibt, also wie man eigentlich allgemein in ein normales E schreibt. Und das hier geht in eine andere Richtung. Ach so, da lag schon der erste Fehler. Ahahaha. So, finde ich immer schön, wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat, drüber nachzudenken. Und dann, also nicht nachzudenken, sondern einfach Pause zu machen und dann das Spiel nochmal spielt, dann merkt man solche Fehler, auf die man so gar nicht gestoßen wäre. So, die vierte Stufe fällt damit raus. Sowieso. Wie geht's weiter? Die 5 haben wir so explizit nicht dabei. Also diese Schleife nach unten war ja im Buch gar nicht vorhanden, habe ich jetzt reininterpretiert, dass es vielleicht sein könnte. Haben wir nicht. Die 6 wiederum haben wir. Dieses schöne Y-artige Etwas. Dann, die 7 ist nämlich das eigentliche E, was wir im Dings drin haben. So, jetzt noch weiter runter, bitteschön. So, 6, 7 haben wir. Die 8 haben wir nicht. Kommen wir ganz runter. Die 9, haben wir die 9? Die 10 auf jeden Fall. Aber die 9, haben wir die? Was ist denn da noch übrig? Ach so, die 9, das ist... Ach ja, das ist... Nee, warte. Die haben wir gar nicht dabei, hä? Aber es müssen 6 sein und die 9 bleibt jetzt als einzige übrig. Nochmal, bitteschön. Ich habe das Ding falsch abgezeichnet. Das sind nämlich... Ich habe das hier oben falsch gezeichnet. Ach, ja, okay. Das... Ja, ich habe... Meine Zeichnungen sind nicht so die Nonplusultra-Dinger, alles klar. Ja, und das ist dann natürlich hier diese 2. Die aussieht wie eine 2. Und wo haben wir die? Dann ist das da oben, wo die 3 ist, ist das diese komische 2. Und hier unten, die 9, ist dann... Alles klar, gut, dann gibt sich jetzt folgende Kombination. Die, auf die Stufen müssen wir treten. 1, 3, 6, 7, 9 und 10. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, Dracula, dann ziehe ich dich hier in diese Drecksfalle rein und dann weiß ich nicht, was ich mit dir mache. So, 1 haben wir. 2 auf die 3. 3, okay. Sind wir. 4, 5 auf die, na, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nicht, aber die 9, 10. Aha, gut. Hihi, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Juhu. So, dann gib mal her das gute Ding. Der gönnt uns gar nichts, der Dracula. Echt, da haben wir jetzt ein blödes Rätsel hier gelöst. Da will er uns das nicht mal hier geben, hier diesen Ring. Aber wir wissen uns zu helfen. Wir, wir wissen uns zu helfen. Wir setzen den Schädel hierher. Er kann da jetzt in Ruhe vor sich hingriffeln. Und jetzt sind wir ganz brutal. Und zack. Wir haben den Ring und damit die erste Aufgabe gelöst. Das erste Monster-Rätsel sozusagen. Tralala. Tralala. Tralalala. So. Finde ich gut. Wir haben den ersten Ring. Ja, wirklich auch die Klauen. Aus dem des Teufels Klauen oder des Teufels Nägel oder satanische Klauen ist mir eigentlich voll egal. Und dann können wir ja den ersten hier schon einsetzen. Wo kommst du denn hin? Da kommst du rein. Super. Und dann kann ich hier unten nämlich auch schon ein Ding aufmachen. Das ist nämlich Teil einer Form. So viel kann ich euch schon mal verraten. So. Was ist das jetzt für ein Raum? Ach, wir werden es erfahren. Was du für einer bist. Ich hole mir hier gleich mal wieder ein neues Papierchen. Das kann ich nicht nehmen. Das ist noch wichtig. Das brauche ich. Ah.
Schrecken hat dann. Sobald ich in die Mitte des Raumes gehe, wird jetzt eine Zeit ablaufen. Bis dahin sollten wir irgendwie rauskriegen, wie wir das Rätsel lösen. Also gucken wir wieder in das Tagebuch unseres befreundeten Wissenschaftlers. The Hellfire Room. Der Saal des Höllenfeuers, den ich eher Drachensaal nennen würde, da er aus Drachenmäulern sprühende Flammen darstellt. Es ist hier die Rede von einem hochkomplexen System, das demjenigen, der es bedient, so gut wie keine Chance lässt. Ja, und was hilft uns das jetzt weiter? Was bringt uns dieser kleine Abschnitt? Was? Das ist alles... Das ist... Super! Der sagt uns hier, das lässt uns keine Chance. Wie soll ich denn jetzt rausfinden, welchen ich Dings... Diese spärlichen Hinweise sind zum Kotzen. Mensch. Naja. Soll ich jetzt auf gut Glück machen, oder wie? Raus können wir auch nicht mehr. Hoch. Ach so, das ist der die Halterung von der Kette. Speichern wir nochmal. Und dann würde ich sagen, auf gut Glück. Machen wir das mal. So. Ach, Doku können wir weghauen. So, jetzt geht's los. Dann fährt nämlich die Plattform zurück. Und da es hier so ein bisschen heiß ist in dieser ganzen Geschichte. Ja. Puh, machen wir jetzt. Gibt's hier irgendwelche Hinweise? So, da gehst du aus. Es geht jetzt aber nicht so lustig der Reihe nach, ne? Ah, gut. Das heißt, wenn es falsch ist, kommt das alles wieder zurück. Aber die 1 hier war schon gut, oder? So. Ausschlussprinzip. Oh, war auch falsch. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das in der Zeit hin. 3... Ich weiß auch nicht, wie würde ich das Rätsel denn anordnen? Wir machen es einfach drauf los, weil wir schaffen es eh nicht mit der Zeit. Oh, das war jetzt richtig. Gut, also merken. Ja, der linke neben Eingang und der zweite vom Eingang rechts und ist dann Nummer 2. Gut, weiter geht's mit der Nummer 3. Wenn ich jetzt das Rätsel anordnen würde... Warte mal, das ist doch... Kriegt man hier eine Logik rein? Da das rund ist, das sind 3 mal 3... Nee, so brauche ich gar nicht anzufangen. Das kommt auf kein Pentagramm zum Schluss. Okay. Die 3 würde ich neben die 1 packen. Klingt einfach besser. Weiß ich jetzt aber nicht. Naja, werden sehen. Das ist ja geil. Vielleicht sollte ich mit Logik vorangehen. So. Dann würde ich die 4, also wenn die 3 neben der 1 ist, dann kann ich davon ausgehen, dass die 4 auch neben der 2 liegt, oder? Also hier ist die 2 rechts davon. Das ist ein Traum. So. Dann müsste doch auch die 6 daneben neben der 4 sein. Und das, was übrig bleibt, müsste dann sozusagen die 5 dann sein. Also ist das hier die 6? Und das die 5. Na Mensch! Und dabei hat meine Mathematiklehrerin immer gesagt, ich kann nicht logisch denken. Ich hab's geschafft. Nee, wir haben's geschafft. Ihr, also eure seelische und moralische Motivation und Unterstützung gibt mir die nötige Kraft, diese Rätsel zu überstehen. Okay, ich halte schon den Mund. Ich höre auf, diesen Blödsinn zu erzählen. Oh, und da verschwindet nämlich auch gleich dieses tolle Gedöns hier, diese schöne Statue. Und jetzt können wir hier durchmarschieren. Das heißt, wir haben den 2. Saal erfolgreich gemeistert. Und irgendwie geht mir das zu schnell. Ich habe das irgendwie schwieriger alles in Erinnerung. Gut, jetzt bei dem Saal hatte man viel Zeit. Man hätte wirklich theoretisch auch alles durchexerzieren können und halt Probe auf Exempel machen können. Okay. Bleibt nur noch ein Saal übrig. Der soll am schlimmsten sein, hat uns ja das Tagebuch verraten.